Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Oldschool. Wir spielen eine Runde Masterbuilders auf dem... auf dem... mein Black-Server. Holz wäre doch cool. Ja, genau. Ja, Mann, unsere Schokolade ist aus Holz. Warum ist der... Okay. Okay. Wir haben Holzschokolade. Holzschokolade ist gut. Ich habe schon einen Plan für unsere Holzschokolade. So, ihr werdet es schon wahrscheinlich im Titel gelesen haben. Fanarts für mich in meiner Größe. Was? Dass es sowas gibt? Ja, tatsächlich. Ich hatte vor, seitdem ich mein neues Kanaldesign habe, die Bisoso, die hatte ich Teppich. Hatte ich darum gebeten, mir sowas zu machen, also dieses scharf zu malen, weil die meinte so auf Twitter, hey, ich habe neues Grafiktablet und das ist alles voll toll und so und dann, ich habe keinen Plan, was ich malen soll, hey, mal mir doch ein Schaf, wie wäre denn das? So, und so kam es dann, ich war mega happy über mein neues Kanaldesign, was nicht mehr scheiße aussah, war dann ein bisschen glücklich, so. Und dann hatte ich ja eine neue Zuschauerin, die liebe Selina Valdese, grüße dich, und die dachte sich, hey, komm, ich habe gerade Langeweile in der Schule. Ich mal auch mal so ein Kampfschaf. Und das kriegt er jetzt mal eingeblendet. Ich finde das so unglaublich süß, ne? Ich fand das so scheiße süß. Ohne Witz. Ja, großes Dank an dich. Und dann geht der nächste Tag vorüber. Und da kommt dann noch eins. Und noch eins. Und ich bin glücklich. Und das finde ich sehr süß, ja. Fand ich sehr gut. Ja. Was zeichnet Schokolade aus? Ich muss eine lila Kuh machen. Das finde ich auf jeden Fall richtig toll, vor allem in meiner Größe. Dass man bei Leuten in meiner Größe sowas macht, das ist voll schön. Ja, generell habe ich voll die geilen Abonnenten eigentlich, ne? Jetzt geht's los, ihr Fan, lieber Obernetthausen. Ja, aber ich bin da echt zufrieden. Übrigens, das ist kein Product Placement, ne? Ich wünschte, ich würde dafür Geld bekommen, dass ich die Milka-Kuh mache. Ich würde das auch nehmen, ja, ja. Die Kuh muss ja süß aussehen. Hä, hey, bin ich behindert? Ich mache eine... ich mache eine Milka-Schokolade, deshalb eine Kuh hin. Aber dann mache ich blaues Papier. Nicht komplett behindert? Die Amis kennen doch Milka, oder? Ich hoffe es mal. die Kuh sieht großartig aus. Übrigens, letzte Woche kam kein Video. Das hat auch einen Grund. Nicht, dass ich irgendwie keinen Bock gehabt habe. Aber Daily Upload ist schon unschön. Also in der Minecraft-Woche... Daily Upload ist verdammt anstrengend. Wenn man jetzt, keine Ahnung, normale Let's Plays macht, klar, ist das easy peasy lemon squeezy. Weiß ich ja auch selbst aus Erfahrung. Aber jetzt so Videos, die ich mache, gerade so Minecraft PvP Videos sind irgendwo mega anstrengend, weil, also anstrengend. Also meine Videos sind mega anstrengend für Daily Upload. Sind ja völlig gemacht. Nö. Dieser Schwanz ist wunderschön. Wir brauchen noch Flecken bei der Kuh. Ich habe keine Videos gemacht, weil ich eine kleine Zerrung hatte. Also kleine, eine unschöne. Große Zerrung, ja. Große. Eine Zerrung hatte am Rückenmuskel. Also mit meiner Wirbelsäule ist alles chillig, aber mein Rückenmuskel war am Arsch. Das war unschön, das war verdammt schmerzhaft. Aber jetzt geht's wieder gut. Und... Nein! Unsere Kuh ist ein Krüppel. Okay. Das sieht lecker aus, Mann. Das ist ein ganz leckerer Schokoriegel. Ach scheiße, wir sollen ja einen Schokoriegel bauen. Jetzt habe ich eine Tafel gemacht. Aber ist okay. Ich bin verwirrt. Ich bin erneut verwirrt. Der hatte, glaube ich, den gleichen Gedanken wie ich. Also den gleichen nicht. Ihn nicht. Ist okay. Oh, Mars. Das ist Gott. Das finde ich Gott. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist Gott. Warum ist eine Frau da? Was macht die da? Was macht die da? Oh, wie ist sie da? Oh Gott, das ist ja scheiße, Mann. Das ist ja richtig scheiße. Na komm, mehr Alexander. Alexander. Oh, ja, jetzt kommt die superste. Aus Holz. Gemachte Schokolade. Mit der wunderschönsten Kuh. Mit dem Krüppelfuß. Und ohne Hufen. Ich hab gewonnen. Hey, ich bin Dritter.